Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute bei einem Kunde von Philipp Bucher von der Koi Lounge Schweiz. Ein Running Gag, die Koi Lounge natürlich. Er sagt immer, die Deutschen würden Lounge und so sagen. Ja, wir sind am Teich von Bruno. Und Bruno hat vor 3 Jahren sich entschieden, sich einen Teich hier bauen zu lassen. 40.000 Liter. War dann auch bei einem, der sich damit angeblich auskennt, hat sich dann auch einen Filter aussuchen lassen, hat mit allem Pipapo, mit Bodenabläufen, mit allem, hat 2 Bodenabläufe, 1 Skimmer und hat es im Prinzip selber gebaut, aber von dem, wo er einen Filter gekauft hat, hat er sich die Planung geben lassen. Kurzum, es hat keine 2 Jahre gehalten. Die Wasserwerte gingen bei geringster Fütterung, auch nach lang eingelaufener Filterzeit, gingen die Wasserwerte auf 0,5, 0,6, 0,8 Milligramm Nitrit am Abend hoch. Er misst abends, was schon mal sehr gut ist. Also alles im Prinzip großes Chaos, großer Quatsch. Und dann hat er dieses Jahr gesagt, er greift noch einmal an und wenn er dann wieder ein schlechtes Ergebnis hat, dann holt er einen Bagger und schiebt zu, dann hat er wirklich die Schnauze voll. So, das kann ich verstehen, aber über die Problematik, die Bruno hier hatte, mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr, dank Philipp und dank Genesis, wird er weitermachen. Er ist jetzt sehr zufrieden und Sie werden es auch gleich sehen. Das Wasser sieht sehr, sehr gut aus. Und wir haben ja heute 2 Blocks in der Schweiz von Philipps Kunden gemacht. Und beim ersten Teich haben Sie vielleicht gesehen, dass da die Tiefenklarheit nicht mehr so gegeben war. Das Wasser sah zwar nicht schlecht aus, hatte auch einen guten Glanz, so wie hier, aber die Fische waren in der Tiefe einfach nicht mehr so gut zu sehen. Hier sieht das Wasser ganz anders aus, wobei wir beide gesagt haben, gerade als wir uns unterhalten haben vor ein paar Monaten, war es noch eine reine Katastrophe. Was ich witzig finde, ist die Form, ist mal wieder was anderes und auch eine gut zu durchströmende Form. Klar, sie wird hinten ein bisschen enger. Wenn man jetzt eine Strömungspumpe anschließt, dann wird natürlich hier hinten die Strömung schneller als hier vorne. Das ist ganz klar, weil hinten wird das Wasser natürlich, muss schneller durchfließen. Ich sehe gerade auch, das sind ein paar Harnischwälze. Unten drin bleiben die im Winter auch drin. Sind die Wälze hart im Nehmen? Die Wälze am Boden? Wimpelkarpfen sind das, okay. Also sind keine Harnischwälze, sind Wimpelkarpfen, die sind winterhart. Ja, also die bleiben drin, aber zur Algenvernichtung haben sie nicht viel beigetragen, schätze ich mal. Aber dafür wurden sie dir verkauft, nehme ich mal an. Ja. Also dann gleich können wir den fließenden Übergang machen. Die 3 Wimpelkarpfen, die ich jetzt am Boden sehe, sind vielleicht noch ein paar mehr drin. Die wurden ihm verkauft, nachdem hier das erste Algenproblem richtig eingesetzt hat. Und das war eigentlich so der Eingang zu unserem Gespräch gerade eben. Und die hat man ihm verkauft, nachdem der Teich dann ein riesen Algenproblem entwickelt hatte. Und dann hat man gesagt, naja, die Wimpelkarpfen schaffen das. Aber am Ende hat er gemerkt, das hat überhaupt nichts geholfen. Dann hat er mit dem Sonnensegel versucht, über Abschattung habe ich ihm jetzt gerade auch empfohlen, das Sonnensegel im Sommer zumindest, oder da, wo er es eigentlich im Einsatz hat, nicht mehr zu benutzen. Warum? Wir brauchen Wärme, Wärme, Wärme. Er sagt einmal die Algen, zum anderen, dass die Fische Sonnenbrand kriegen. Ich sage, zu Algen oder bei Algen hilft es nur bedingt. Und wenn ich mir aber überlege, wie viel Temperatur dem Teich dadurch genommen wird, ist es eigentlich kontraproduktiv und hilft nicht wirklich weiter. Ja, dann haben wir es über die Algenproblematik gehabt. Dann sagt er, er analysiert sein Wasser auf Phosphat, auf Nitrat, auf alles. Sag ich, vergiss es. Ja, hier fliegen im Moment 450 Gramm Futter am Tag in den Teich rein. Das, was da an Nitrat und an Phosphat eingetragen wird, ist ausreichend, dass die Algen wachsen können. Also damit könnte man wirklich die dreifache Menge Algen produzieren. Also wenn der Teich jetzt 3-mal so groß wäre, würde die Menge an Nährstoffen, die eingetragen wird, auch immer noch ausreichen, um das Algenproblem, das er hier hatte, in einer 3-mal so großen Fläche in gleicher Form darzustellen. Dann habe ich gefragt, wie ist denn deine Wasserhärte? Weil ich weiß, die Carbonathärte ist in der Schweiz für gewöhnlich hoch. Sage ich, ist es so wie an anderen Stellen in der Schweiz bei 12, 13, 14? Dann sagt er, die Carbonathärte ist bei 24. Und das sehen Sie nachher auch, wenn ich einen Teich zeige. Hier ist jede Menge Kalkbeschlag an der Wand. Was passiert? Die Algen machen die biogene Entkalkung. Die brauchen CO2 für ihren Stoffwechsel und lassen das unlösliche CaCO3 lassen sie im Wasser, das schlägt sich dann an der Teichwand nieder, das kennen Sie auch. Und das ist dann dieser Kalkbelag, der sie eigentlich nur dann wieder auflösen würde, wenn sie den Teich dann mal wirklich ohne Algen bei einem sehr tiefen pH-Wert von unter 7 betreiben würden. Dann löst er sich langsam wieder auf. Das ist ein ganz natürlicher Effekt. Aber bei Carbonathärte 24 braucht man überhaupt nicht versuchen, über alternative Möglichkeiten die Algen zu vernichten. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, und das ist, was ich ihm auch eingangs gesagt habe, man kann den gleichen Teich mit der gleichen Carbonathärte, mit dem gleichen Phosphatgehalt, mit dem gleichen Nitrat, mit der gleichen Filteranlage
alles komplett gleich. Denn diesen Teich im Nachbargarten aufgebaut, kann sein, dass überhaupt keine Algen oder überhaupt keine nicht, dass sich die Algen wirklich auf natürliche Weise auf einen kurzen Algenrasen an der Wand beschränken und im nächsten Teich, wie hier, da eutrophieren sie, dieses ungebremste Algenwachstum, das ist nicht vorhersehbar. Und ich habe ihm empfohlen, mit Salz zu arbeiten, das ist das günstigste, das ist für mein Empfinden und auch das von Sandra Lechleiter das fischverträglichste. Ja, also ich tue den Fischen sogar eher mal was Gutes, wenn ich einmal im Jahr aufsalze und ich glaube, dass das so der Weg ist, den er dann nächstes Jahr mal einschlagen wird. Aber langfristig mit so alternativen Möglichkeiten wie Abschatten und so wird man garantiert keinen Erfolg haben. So, jetzt nehme ich die Kamera mal auf die Hand. Muss ich hier erst durch das Türchen, weil Bruno hat kleine Kinder und die müssen natürlich vor einem hineinfallenden Teich geschützt werden. Auch die Wasseraustauschrate noch von seiner Erstberatung liegt bei 18.000 Liter auf 40.000, also netto 18.000 auf 40.000 gerechnet ist das nur alle 2 Stunden einmal. Das ist natürlich auch zu wenig, aber wie er es trotzdem geschafft hat, dann mit Hilfe von Philipp und Genesis hier zu einem wirklich sehr guten Wasser zu kommen, das zeigen wir Ihnen dann im nächsten Block und ich glaube, das könnte auch für viele interessant sein. Was ich noch abändern würde, hier hinten haben wir einen Belüfterring. Der Teich ist zwischen 1,80 und 1,90 tief. Und man sieht, der Ring liegt wirklich auf tiefer Position. Das würde ich ändern. Auch wenn es hier, wie in vielen anderen Teichen ist, wo man potenziell sagen könnte, es könnte ein Stickstoffproblem geben. Die Fische sind komplett unauffällig, fresslustig. Haben deine Fische morgendlich eine Fressunlust? Sind deine Fische morgendlich fressunlustig oder wollen die morgens schon richtig fressen? Fressen? Ja, also er sagt, sie fressen den ganzen Tag. Und das ist eigentlich eines der ersten Zeichen. Wenn so eine morgendliche Fressunlust da ist, dann könnte es wirklich sein, dass da ganztägig eine Stickstoffübersättigung vorliegt. Und das scheint aber hier nicht der Fall zu sein. So, eine schöne Anlage. Eine junge Anlage, die allerdings, wie er natürlich spaßig gesagt hat, momentan nur auf Bewährung ist. Insofern, dass die Wasserqualität jetzt gut bleibt, die Fische gesund bleiben und dass er auch mal ein bisschen mehr als 200 Gramm füttern kann. Bei 450 Gramm ist er gerade. Bei sehr guten Wasserwerten, also abends, ist es 0,1 das Nitrit. Und sein Wasserwechsel liegt bei 10 Kubik in der Woche, das läuft permanent zu. Er macht also keinen Wechsel, sondern einen kontinuierlichen Zulauf. Das sind dann 25% ungefähr. 10 Kubik, ja, circa 10, jetzt habe ich einen Rechenfehler. Ja, circa 25%. Und das ist auch das, was wir im Sommer auf jeden Fall empfehlen. Im Winter kann es weniger sein. Ach ja, als wir uns noch über die Algen unterhielten, dann meinte er ja, dann kann er ja das Wasser quasi enthärten. Und da habe ich dann aber gleich gemeint, das ist ein Unding, jede Woche 10 Kubikmeter Wasser zu enthärten. Das wird richtig ins Geld gehen am Ende des Tages. So, jetzt schauen wir uns die Filteranlage an und auch auf den Block können Sie gespannt sein. Zum einen, wie viel Quatsch heute noch erzählt wird, Leuten, die neu ins Koi-Hobby einsteigen wollen und welche Möglichkeit dann die Koi-Liebhaber, die Teichbesitzer dennoch haben, so eine erstmals vermurkste Anlage doch wieder vernünftig in Schuss zu bringen. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis zum nächsten Blog und danke für Ihr Interesse.